Abend, sehr geehrte Damen und Herren, und willkommen bei Europa Kompakt. Die heutige Sendung dreht sich um die Mitgliedschaft von Österreich in der Europäischen Union. Gleich zu Beginn wollen wir uns der Frage widmen, was die Europäische Union überhaupt ist, wie sie aufgebaut ist und wozu sie eigentlich dient. Caroline Gottweiß berichtet. Die Europäische Union ist ein fixer Bestandteil der österreichischen Politik, Wirtschaft und Gesetzgebung. Aber was versteht man unter EU eigentlich? Um diese Frage zu beantworten, werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschichte der Europäischen Union. Alles begann mit der Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahr 1950, welche den Frieden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sichern soll. Die Gründerländer sind Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Um den gemeinsamen Markt zu stärken, wird 7 Jahre später eine europäische Atomgemeinschaft, Euratom, und eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, gegründet. Ziele sind die friedliche Nutzung von Kernenergie, die Förderung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik und die Schaffung eines gemeinsamen Marktes. Aufgrund des Erfolges dieses Modells beschließen die Länder Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich beizutreten. Später folgen Griechenland, Portugal und Spanien. Zur Zeit des Mauerfalls verhandeln die Mitgliedstaaten über eine Umstrukturierung der Gemeinschaft, welche im Jahr 1993 mit dem Vertrag von Maastricht in Kraft tritt. Hierbei werden die drei Gemeinschaften EGKS, Euratom und EWG und die Zusammenarbeit in den Bereichen Außenpolitik, Verteidigung, Polizei und Justiz in einer Institution zusammengefasst. Die Europäische Union wird geschaffen. Österreich tritt gemeinsam mit Finnland und Schweden 1995 bei. Um eine Erleichterung für Unternehmer, Verbraucher und Reisende zu schaffen, wird 2002 eine gemeinsame Währung, der Euro, eingeführt. Die größte EU-Erweiterung findet 2004 statt. Neue Mitgliedstaaten sind Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Zypern und Malta. Die Europäische Union sieht darin eine Chance, den europäischen Kontinent zu stabilisieren und die Vorteile der europäischen Integration auszuweiten. 3 Jahre später treten auch die Länder Bulgarien und Rumänien bei. Nach dem Beitritt von Kroatien 2013 hat die EU heute 28 Mitgliedstaaten. Im zweiten Schritt sehen wir uns den heutigen Aufbau der Europäischen Union genauer an. Die EU besteht aus einem einzigartigen Gefüge von 7 Institutionen, die alle verschiedene Aufgabenbereiche haben. Die allgemeine politische Richtung wird vom Europäischen Rat, der sich aus den Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten zusammensetzt, vorgegeben. Dabei handelt es sich um das höchste Gremium der Gemeinschaft. Institutionen der Rechtsetzung sind der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission, welche unter anderem für Beschlussfassung von Rechtsvorschriften, den EU-Haushalt oder die Durchführung der Gemeinschaftspolitik verantwortlich sind. Kontrollorgane sind der Europäische Gerichtshof und der Europäische Rechnungshof. Außerdem gibt es das Europäische Parlament, welches sowohl Teil der Rechtsetzung als auch der Kontrolle ist und alle europäischen Bürger und Bürgerinnen vertritt. Die 7. Institution, die Europäische Zentralbank, ist das Finanzorgan der EU. Zuletzt wollen wir die Grundprinzipien der Europäischen Union beleuchten. Die ursprüngliche Grundidee der Gemeinschaft war, einen dauerhaften Frieden zwischen den europäischen Ländern zu schaffen, was auch heute noch als oberstes Ziel gilt. Außerdem soll die EU die Mitgliedstaaten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch miteinander verbinden. Auch Sicherheit spielt in dem Konzept eine wichtige Rolle, weshalb über die Jahre eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickelt wurde. Einerseits ist es wichtig, die äußeren Grenzen zu sichern,
Andererseits möchte man im Bereich der inneren Sicherheit im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität eng zusammenarbeiten. Des Weiteren ermöglicht die EU, dass Europa zu den stärksten Wirtschaftsmärkten der Welt zählt. Kein Mitgliedstaat hätte im Alleingang Chancen darauf, im Welthandel mitzuhalten. Doch durch den europäischen Binnenmarkt wird ein Raum mit mehr Verbrauchern, Unternehmern und freiem Wettbewerb geschaffen. Ein weiterer Aufgabenbereich der EU ist es, die Probleme postindustrieller Gesellschaften wie Bevölkerungsalterung, die Erderwärmung oder die Kluft zwischen Arm und Reich in den Griff zu bekommen. Dabei sollen die Mitgliedstaaten eng zusammenarbeiten, die einzelnen kulturellen Merkmale jedoch nicht ausgelöscht werden. Zu guter Letzt ist es ein Ziel der Europäischen Union, humanitäre und fortschrittliche Werte zu fördern und zu verbreiten. Dazu zählen beispielsweise der Glaube an die Menschenrechte und die gesellschaftliche Solidarität, das Recht auf eine geschützte Umwelt und die Achtung der kulturellen, sprachlichen und religiösen Vielfalt. Nach diesem Informationsüberblick sehen wir uns nun einen Beitrag von meiner Kollegin Nina Jankovic an, die EU-Bürger und EU-Bürgerinnen auf den Straßen Wiens getroffen hat und nach deren Meinungen der EU gegenüber befragt hat. Okay, also ich finde die EU an sich sehr gut, weil es für mich persönlich einfach ist, zum Beispiel zu meinen Verwandten in Frankreich zu reisen. Und da es auch dieselbe Währung ist in den meisten EU-Staaten, ist das auf jeden Fall, macht es das Ganze simpler. Also ja, ich finde, die EU bringt mir persönlich und ich glaube den meisten europäischen Bürgern und Bürgerinnen ziemlich viel. Also ich persönlich bekomme eigentlich fast gar nichts mit von EU. Also ich meine, wir lernen was in der Schule und wir hören das in den Nachrichten, aber so richtig in die Praxis umgesetzt wird eigentlich gar nichts, also einfach immer nur den theoretischen Teil. Auf jeden Fall für die EU, weil sie uns viele neue Räume erschließt, wo wir gemeinschaftlich was machen können. Finde ich total toll, weil ich absolut gegen diese Kleinkrämerei bin. Ich finde es toll, dass ich als Deutscher hier einfach in Wien, ohne dass ich einen Pass zeigen muss, herkommen kann und das in vielen anderen Ländern genauso ist. Und sonst kenne ich auch viele Leute, die ein Auslandssemester gemacht haben zum Beispiel. Und ich überlege mir auch, in England zum Beispiel zu studieren, was aufgrund der EU einfach viel leichter möglich ist. Vor allem, also meine Altersgruppe profitiert davon, zum Beispiel Erasmus oder solche Projekte. Und ja, das finde ich eigentlich prinzipiell toll. Und auch das Reisen ist ja viel einfacher ohne Pass. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Aber ich meine, es liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich noch Schülerin bin und finanzielle, wirtschaftliche also Sachen auch gar nicht so betreffen, weil das noch die Eltern für mich regeln. Und ich nehme mal die Reisefreiheit, also die Reiseerleichterung, vor allem auch die Zollerleichterung, also die nicht vorhandenen Zollschranken zwischen den einzelnen Ländern. Und auch in erster Linie, weil, was ich vorher gesagt habe, der Frieden ist nichts, was man unterschätzen sollte. Ja, die EU hat ja auch einen Friedensnobelpreis bekommen. Genau. Wie findest du denn das? Sie hat noch keinen Krieg angefangen und sie hat bisher sehr gut Frieden erhalten. Also halte ich das nicht für schlecht. Okay. Ja, ich finde, die EU könnte mit diesem ganzen Problem besser umgehen. Anstatt Menschen Geld in die Hand zu drücken, die halt nicht wissen, wie man damit umgehen soll und das ganze Geld eigentlich nur verloren geht. Ich finde, man sollte eher Infrastruktur aufbauen oder einen anderen Weg finden. Aber ja, so geht halt haufenweise Geld verloren und es wird nicht besser. Und was noch meiner Meinung nach ein Problem ist, sind die Flüchtlinge. Also wenn ich da höre, dass die alle zurückgeschickt worden sind in ihre Länder, wo teilweise Bürgerkrieg herrscht, anstatt sie aufzunehmen. Ja, ich finde, da sollte man auch einen besseren Weg finden, das alles zu regeln. Nun begrüße ich live im Studio die EU-Expertin Sophie Stockinger. Ja. Guten Abend. Wie wir gerade gesehen haben in dem Beitrag, gibt es verschiedene Einstellungen und Meinungen der EU gegenüber. Und deshalb würde ich Sie gerne mal fragen, was ist denn Ihrer Meinung nach so der Hintergedanke oder die Grundprinzipien, wenn man es so nennen mag, der EU?
Ja, also wenn man den Hintergedanken sozusagen betrachtet, könnte man das Motto der EU heranziehen, was bedeutet Einheit in Vielfalt. Also wir sind 28 Mitgliedstaaten in der EU, es gibt 23 Amtssprachen, es gibt natürlich eben eine große Anzahl an Kulturen und Traditionen in der Europäischen Union, und der Hintergedanke ist, diese ganzen Kulturen zu vereinen, aber eben nicht platt zu machen und gleich zu machen, sondern eben in einer gemeinsamen europäischen Identität sozusagen zu leben und zu arbeiten und alles Mögliche. Und es gibt auch sozusagen die wirklichen Grundprinzipien der EU sind der Friede, auf den wir Gott sei Dank hier, also den wir hier Gott sei Dank haben, und auf dem aufzubauen, den weiterzuentwickeln, eine Sicherheitspolitik zu gewährleisten, aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu verstärken und wirtschaftliche und soziale Solidarität zu garantieren und auch einige Grundwerte, die auch zu den Aspekten des europäischen Konzepts sozusagen gefallen. Und von welchen Grundwerten ist da die Rede? Das sind die Grundwerte der humanistischen Idee eigentlich. Das heißt, der Glaube an die Menschenrechte, die gesellschaftliche Solidarität, freies Unternehmertum, Rechte auf eine geschützte Umwelt und die Achtung kultureller, religiöser und sprachlicher Vielfalt eben. Okay. All die Dinge, die Sie aufgezählt haben, kann man sagen, zählen zum Glück schon zu unserem Alltag, oder gelten fast für selbstverständlich. Was sind jetzt Dinge, wo ich sage, die kann ich wirklich sehen, wo ich mir denken kann, das kommt von der EU in meinem alltäglichen Leben? Ja, also es gibt die, weil Sie vorhin auch nochmal die Grundrechte angesprochen haben, es gibt die Charta der Grundrechte, der ist in diesem Lissaboner Vertrag verankert, umfasst 54 Artikel, und da geht es eben genau um das, um die Würde der Menschen, um die Freiheit, um die Meinungs- und Gewissensfreiheit, um Solidarität und Gleichheit und auch Umweltschutz und viele, viele Dinge, die zum Beispiel, und wie Sie jetzt gesagt haben, also das uns betrifft, ist zum Beispiel das Arbeitsrecht. Wir alle sind gewohnt, dass wir gerechte Bezahlung haben, Gleichstellung zwischen Männern und Frauen, einen sauberen, sicheren Arbeitsplatz, Kinder- und Jugendschutz. Also das sind alles Rechte, die aus der EU kommen, wo wir das zwar nicht im ersten Blick sehen, aber die eigentlich in der EU verankert sind, in unserer Verfassung. Und wenn wir uns zum Beispiel den Fall eines 60-jährigen Mannes ansehen, der vielleicht negativ eingestellt ist gegenüber der EU und meint, er sei nur EU-Bürger eines Nettozahlerlands und nicht mehr arbeitet, also von diesen Rechten nichts mehr hat, was kann man dem sagen? Ja, wie Sie richtig angesprochen haben, es gibt oft die Meinung, dass Österreich ist ein Nettozahlerland. Was bringt uns überhaupt die EU? Wir geben mehr, als wir bekommen, was natürlich de facto nicht stimmt. Ein 60-jähriger Mann kann noch genauso gut reisen und leben und arbeiten nicht mehr, aber sein Leben verbringen in verschiedensten Ländern. Und das ist eben ein großer Vorteil der EU, dass EU-Bürger dürfen in allen EU-Ländern leben und reisen. Es gibt eine europäische Krankenversicherungskarte, den europäischen Reisepass oder den europäischen Führerschein. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die uns das Leben vereinfachen in diesem globalen Raum, den wir leben sozusagen. Und es gibt auch, ein 60-jähriger Mann hat natürlich auch ein politisches Recht, von dem er Gebrauch machen kann, also zu Wahlen gehen, Kommunalwahlen oder die Wahlen zum Europäischen Parlament. Und was auch noch wichtig ist, seine Enkelkinder dürfen auch in jedem EU-Land leben, arbeiten, reisen, eine Ausbildung genießen sozusagen. Okay, und apropos Enkelkinder, was würden Sie denn sagen, ein Jugendlicher, der in Österreich aufwächst, was hat er denn eigentlich für Vorteile gegenüber einem, der vielleicht nicht EU-Bürger ist? Also das ist auf jeden Fall die Europäische Union finanziert und fördert viele Austauschprogramme. Es gibt unzählige Austauschprogramme wie Comenius oder Erasmus, was viele kennen, das Hochschulaustauschprogramm, oder auch Leonardo da Vinci, was für die Berufsbildung da ist, oder auch Grundtvig für Erwachsenenbildung und so weiter. Und mit diesen Projekten versucht die EU einen Hochschulraum zu schaffen für ganz Europa eigentlich, wo Studiengänge verglichen werden können und Abschlüsse sozusagen gleichwertig anerkannt werden. Und das bietet natürlich eine gute Basis für ein erfolgreiches Zusammenleben und auch für ein erfolgreiches Berufsleben. Okay,
Und meine letzte Frage wäre noch, Jugendliche von heute werden in Zukunft sicher die EU bestimmen und maßgeblich daran beteiligt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Was würden Sie denen heute noch mitgeben? Also ich würde Ihnen, also was mir ein Anliegen wäre, wäre den Jugendlichen zu vermitteln, was die Europäische Union für Möglichkeiten uns bietet, was für Chancen und Möglichkeiten sie durch die EU haben. Wir haben gerade vorhin über diese Austauschprojekte gesprochen. Also das ist einfach, das sind enorme Chancen, die die Jugendlichen oft nicht wahrnehmen, weil sie nicht genau wissen. Deswegen ist es auch so wichtig, politische Bildung in der Schule einzuführen, um den Leuten klarzumachen, dass die EU nicht nur die Gurkenkrümmung bedeutet, sondern dass da wirkliche essentielle Dinge dabei sind, dass wir eben ganz alltägliche Dinge wie zum Beispiel den Euro, tagtäglich haben wir mit dem Euro zu tun, weil es unsere Währung, unser Zahlungsmittel ist, das kommt alles von der EU, oder dass wir keine Grenzen mehr haben, der Schengen-Raum, dass wir eine geografische Gemeinschaft auch sind. Alle diese Dinge, die nicht auf den ersten Blick von der EU kommen, dass man diese Dinge den Jugendlichen mitgibt, weil, und das ist auch die wichtigste Aufgabe fast des 21. Jahrhunderts von der EU, dass dieses Bewusstsein und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Gefühl einer gemeinsamen europäischen Identität zu stärken, dass der American Dream, wenn Sie so wollen, dass der auch in der EU funktioniert. Also das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und das sollte man den Jungen von heute mitgeben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne. Auch ich darf mich nun bei Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächste Woche bei Europa Kompakt.